Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format Drei Fragen an Sascha Wolfer. Dieses Interview entsteht im Rahmen des Seminars Reading Machines von Professor Dr. Simon Mayer-Vieracker an der TU Dresden. Im Verlauf des Seminars haben Studierende zu verschiedenen Themen Fragen erarbeitet, die in diesem Format von Expertinnen beantwortet werden sollen. Heute soll es um die Visualisierung von Texten gehen. Mein Name ist Lerner Baumgärtel und als Experte für die Visualisierung von Textdaten ist mir Dr. Sascha Wolfer zugeschaltet. Sascha Wolfer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Dort ist er im Projekt für quantitative Linguistik tätig und ebenfalls Leiter für das Projekt Dynamik des Lexikons. Unter anderem hat er auch an den Tools COVID-Plus-Analyse und COVID-Plus-Viewer mitgewirkt. Ganz allgemein wird Sascha Wolfers Interesse an seiner Arbeit von der Frage geleitet, wie weit man mit statistisch-empirischen Methoden bei der Untersuchung von Sprache kommt. Hallo Sascha. Und danke, dass du Hallo, die Zeit Lena. für uns genommen hast. Ja, sehr gern. Ja, dann wollen wir doch direkt mal mit den Fragen beginnen. Und ich stelle dir einfach die erste Frage, die wir uns erarbeitet haben. Die wäre, welche neuen Fragestellungen ergeben sich denn durch die Visualisierung als wissenschaftliche Methode, abgesehen von einer Art als Ergebnispräsentation? Ja, das ist tatsächlich eine echt schwierige Frage, denn tatsächlich kommt es ja meistens auf die konkreten Daten und die konkrete Fragestellung an, ob eine Visualisierung bestimmte Einsichten bringen kann, die ohne die Visualisierung nicht möglich gewesen wären. Ich würde die Frage jetzt aber so interpretieren, dass es eher so eine Art Metafrage ist. Also was kann man zu Visualisierungen forschen. Da ist ein Klassiker ist, also vielleicht vorausgeschickt, da sind wir relativ schnell natürlich weg von Sprache und Texten, sondern müssen uns mit Visualisierungen an sich beschäftigen. Und eine ganz klassische Frage, ich selbst bin rot-grün schwach, und auf Konferenzen habe ich immer wieder die Erfahrung, dass ich zum Beispiel ein Scatterplot, also ein Punktstreudiagramm sehe, in dem rote und grüne Punkte gemischt sind. Und ich muss dann die Leute, die neben mir sitzen, fragen, was denn die roten und die grünen Punkte sind, weil die kann ich tatsächlich, wenn das so ein diffuses Bild ist, schlecht auseinanderhalten. Also ist schon mal eine Forschungsrichtung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber klar, es ist eine Wahrnehmungsforschung, ist genauso Forschung. Wie man Farbgebungen so gestalten kann, dass eben möglichst viele Menschen diese Visualisierungen auch wahrnehmen können. Im Bereich der Linguistik ist natürlich die Metafrage, die über allem hängt, wie kann ich denn linguistische Ergebnisse so aufbereiten, dass man eventuell dann eben auch ohne viel Vorkenntnisse bestimmte Muster in den Daten erkennen kann. Ja, welche Prinzipien gibt es da, die übergreifend für die Linguistik funktionieren könnten? Und ein ganz interessanter Bereich auch noch, der auch auf die Frage passt, ist, wie visualisiere ich Unsicherheit? Es ist nämlich klar, ein Mittelwert, da mache ich einfach einen Punkt oder einen bestimmten Wert wie eine Häufigkeit von einem Token, da mache ich einen Punkt und verbinde, wenn es um die Zeit geht, verschiedene Punkte über Linien. Aber oft sind ja statistische Ergebnisse mit einer bestimmten Unsicherheit verbunden, die man auch errechnen kann. Und die Frage ist, wie kann ich das visualisieren? Klassiker sind Fehlerbalken, aber das ist relativ alt und langweilig und da gibt es auch viele andere Arten, wie man sowas visualisieren kann, zum Beispiel auch über Verlaufsfarben und solche Geschichten. Also die Darstellung von Unsicherheit ist dann ein relativ großer Bereich in der Forschung zu Visualisierung. Ja, also eigentlich knüpft das ganz gut sogar an die zweite Frage an. Da ging es uns hat interessiert, also es eignet sich ja, wie du jetzt schon eigentlich ganz gut herausgestellt hast, eben nicht jede Visualisierung oder nicht jede Art von Visualisierung eben für jeden Datensatz. Und uns hat interessiert, wie und nach welchen Kriterien du oder man generell diese Methode zur Visualisierung von Daten denn auswählt, also worauf du da dein Hauptaugenmerk legst.
Ja, also es gibt so ein paar Prinzipien und ich fange vielleicht mit so einem ganz einfachen Rezept an. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie viele Variablen will ich denn überhaupt darstellen, und welcher Natur sind die Variablen? Sind die nominal, also streng kategorisiert, oder sind die kontinuierlich, sowas wie eine Häufigkeit oder eine Reaktionszeit oder sowas in der Art? Wenn ich das weiß, wie viele Variablen habe ich und wie sehen die aus, dann muss ich mich fragen, wie viele Dimensionen habe ich denn in der Visualisierung, die ich belegen kann mit Informationen. Einfachster Fall, weil den die meisten kennen, wäre tatsächlich so ein Punktstreudiagramm, X-Achse und Y-Achse und dann Punkte für zwei Werte XY. Da haben wir natürlich Achse X und Achse Y als die ersten beiden Dimensionen, die natürlich auch so heißen im Koordinatensystem. Dann klar die Farbe. Fällt die weg, wenn ich das Ding drucken muss? Muss man schon wieder aufpassen teilweise. Die Form des Datenpunkts, ist das ein Dreieck oder ein Kreis oder eine von ganz vielen anderen Formen. Die Größe des Datenpunkts, die wird typischerweise mit einer kontinuierlichen Variable belegt. Dann kann man natürlich noch eine Abbildung in Panels unterteilen, dass man sagt, das ist der Zusammenhang für Funktionswörter und das ist der gleiche Zusammenhang für Inhaltswörter zum Beispiel. Das sind so Panels nebeneinander. Und natürlich neuerdings, wenn man dynamisch visualisieren kann, also im Web zum Beispiel, dann kann man als Dimension auch noch die Animationsphasen belegen. Typischerweise wird darin natürlich die Zeit dargestellt, weil sich ein Schaubild dann so über die Zeit entfalten kann oder sich verändern kann über die Zeit. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass bestimmte Eigenschaften von Variablen legen eben auch eine bestimmte Dimension nahe. Die Zeit zum Beispiel als ganz einfaches Beispiel, sobald Zeit in meinem Datensatz ist, nehme ich entweder die X-Achse, weil Leute das gewohnt sind, auf so einem Zeitstrahl wahrzunehmen oder auch zu denken ein Stück weit. Der Geist funktioniert so. Oder natürlich Animationsphasen, wenn ich das habe. Dann ist es tatsächlich beim Anschauen auch die Dimension Zeit. Da sieht man schon, dass ein übergeordnetes Prinzip wirklich ist, nutze Visualisierungen, die für bestimmte Daten schon etabliert sind. Ja, das lernt man natürlich erst mit der Zeit, aber man sollte die Erfahrung seiner Rezipientinnen und Rezipienten eben auch nutzen für sich. Und dann ist natürlich so ein genereller Tipp, ganz viel unterschiedliche Visualisierungen ausprobieren, sich inspirieren lassen von anderen. Graph Galleries gibt es zuhauf im Internet, da einfach mal durchgucken, was es so gibt. Sieht man plötzlich Visualisierungen, die hat man noch nie gesehen. Guckt da, wie funktioniert die und wie kann ich die vielleicht für eigene Daten nutzbar machen? Und dann natürlich Leute fragen. Wenn man eine fertige Visualisierung hat, Leute fragen, ob sie die verstehen. Das sind, glaube ich, so gehe ich meistens vor. Okay, das war eine sehr ausführliche Antwort. Sorry. Ja, jetzt ist es für uns das letzte interessante Gebiet, was uns beschäftigt hat, war die Frage, du hast es ja angesprochen, Leuten das Vorlegen sozusagen, die Daten oder die Visualisierung. Unsere Frage war, wie sich das realisieren lässt, dass Laien eine valide Interpretation von sich aus sozusagen möglich wird, ohne dass du in dem Fall als derjenige, der diese Visualisierung vorgenommen hat, diese Interpretation zu stark vorstrukturiert oder im schlechtesten Fall ja sogar in eine gewisse Richtung lenkst. Wie realisierst du das? Ich glaube, der wichtigste erste Schritt ist wirklich, sich dessen bewusst zu sein, weil natürlich eine Visualisierung immer, egal was man macht, fokussiert die auf bestimmte Aspekte in den Daten. Und dessen muss man sich bewusst sein und sich immer wieder wissen, ja, das geht so weit, würde ich sagen, bis zu einem wissenschaftlichen Wert der Redlichkeit,
dass man diese Macht, die damit verbunden ist, dass man auf bestimmte Aspekte in den Daten fokussiert, dass man die nicht missbraucht. Denn, naja, es gibt ja tatsächlich so Bücher, die heißen dann irgendwie, wie lüge ich am besten mit Statistik und so. Und das gilt natürlich für Visualisierungen auch. Und die Macht hat man in einer gewissen Weise natürlich. Das heißt, man muss sich wirklich selbst zwingen, die Visualisierung auch mal anders zu lesen, als man es vielleicht intendiert hat und sich zu fragen, könnte man die vielleicht auch irgendwie missverstehen? Also man muss da relativ ehrlich mit sich selbst sein und natürlich auch nachdenken drüber, ja genau, wie könnten das andere Leute wahrnehmen? Ein Beispiel, relativ aktuell, ist die neuen Zahlen bei Corona-Fällen, also die Anzahl neuer Fälle pro Tag. Wir wissen ja inzwischen, dass die exponentiell wächst bzw. wachsen kann und dass es immer schlecht ist, wenn es in so ein exponentielles Wachstum rutscht. Und das bedeutet ja einfach, dass die Kurve nicht so ist, also linear, sondern so abhebt. Deswegen wird auf der Y-Achse, wo die Anzahl neuer Fälle abgetragen wird, die wird manchmal logarithmiert. Eine logarithmische Achse hat die Eigenschaft, dass Abstände zwischen 1 und 10 genauso groß sind wie zwischen 100 und 1000. So funktioniert eben der Logarithmus. Und wenn man die Achse so transformiert, dann ist es für Leute, die das wissen, hier wird ein exponentielles Wachstum dargestellt, deswegen ist die Achse anders formatiert, ist es völlig klar und die können das gut lesen. Leute, die nicht gelernt haben, diese logarithmische Achse zu lesen, die sehen einen linearen Anstieg, weil genau dafür ist diese Logarithmierung der Y-Achse da, dass aus dem wieder das hier wird. Die Zahlen, die dahinter liegen, sind aber genau gleich und es könnte jetzt, wenn man die Y-Achse logarithmiert, nicht so schlimm aussehen, wie es eigentlich ist, weil es sieht aus wie ein linearer Zusammenhang, ist aber eben in Wahrheit so ein exponentieller Zusammenhang. Und ein anderer Klassiker wären zwei Panels und die Y-Achsen müssen in den allermeisten Fällen frei sein, weil wenn sonst die Werte auf der einen Variable sehr, sehr hoch sind, sind sie bei der anderen so runtergedrückt und man sieht eine Entwicklung, die eventuell hier ist, gar nicht, weil die anderen Werte so extrem hoch sind. Das sieht man aber relativ schnell, wenn man die Visualisierung selbst macht. Also das sind so kleine zwei Beispiele, die relativ große Auswirkungen haben können beim Lesen dieser Visualisierung. Okay. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, ich habe es verstanden. Ich habe tatsächlich auch bei diesem Beispiel mit Logarithmus und exponentiellem Wachstum schon davor gesessen und mich gefragt, was jetzt der Zweck davon ist, warum das jetzt logarithmisch ist und nicht exponentiell, aber so lernt man jeden Tag was Neues. Lieber Sascha, das war's sogar schon. Also die Zeit ging sehr schnell vorbei. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und die interessanten Einblicke in deine Arbeit und für das Neue, was sogar ich jetzt gerade noch gelernt habe. Wünsche ich dir einen schönen Nachmittag und sag auf Wiedersehen zu dir und zu den ZuschauerInnen sage ich noch eine kleine Information, wenn es euch interessiert, was Sascha Wolfer so macht, arbeitet, findet ihr ihn auch auf Twitter als @ Sascha_Wolfer und dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ciao. Tschüssi.